Hallo, schön, dass du dabei bist. In diesem Video lösen wir wieder ein Beispiel mit zwei Variablen und wir haben folgende Angabe dazu. Berechne den Ausdruck a zum Quadrat plus 10 mal b minus 8, wenn a gleich 7 ist und b ist gleich minus 4. Und wir kennen die Vorgehensweise. Für jedes a hier setzen wir eine 7 ein und für jedes b, das in diesem Ausdruck vorkommt, eine minus 4, denn die Angabe sagt ja, berechne den Ausdruck für a gleich 7 und b gleich minus 4. Und das machen wir gleich und setzen hier, vielleicht hebe ich das noch anders hervor, für jedes a eine 7 ein, also 7 zum Quadrat, plus 10 mal, und für jedes b eine minus 4 eingesetzt. Das setze ich sogar noch in Klammer. Und wir ziehen hier dann noch zu guter Letzt 8 ab. Das ist die Rechnung, die wir hier lösen müssen. Und wir kennen auch schon die Reihenfolge der Rechenoperationen. Zuerst müssen wir hier dieses Quadrat auflösen. Und 7 zum Quadrat ist 49. Das ergibt 49. Als nächstes müssen wir hier die Multiplikation lösen. 10 mal minus 4 und das ergibt minus 40. Ich setze es in Klammer aufgrund des negativen Vorzeichens, also minus 40. Hier kommt noch ein Plus davor, also 49 plus minus 40. Und hier müssen wir dann noch 8 abziehen. Und wenn wir hier das noch mit diesen Vorzeichen lösen, dann ergibt es ja 49 plus minus ergibt insgesamt ein Minus, also minus 40 minus 8. Und 49 minus 40 ergibt 9, minus 8 ergibt 1. Das können wir sehr gut im Kopf lösen. Und ja, damit ist das Beispiel eigentlich gelöst und wir sind fertig. Bis zum nächsten Video.